Star Wars-Serie Ahsoka, Lars wird zum Bösewicht. Der dänische Schauspieler Lars Mikkelsen, 58, wird den Star Wars-Bösewicht Großadmiral Thrawn in der kommenden Disney-Plus-Serie Ahsoka spielen. Das kündigte Lucasfilm im Rahmen der Star Wars-Zelebration in London an. Mikkelsen trat am Ende des Panels mit anderen Stars des Projekts auf die Bühne, wie auf Twitter zu sehen ist. Thrawn tauchte zuerst in Star Wars-Romanen von Timothy Zahn, 71, auf, die die Ereignisse nach der Rückkehr der Jedi-Ritter, 1983, behandelten. In den Büchern war Thrawn ein Großadmiral des Imperiums, der die Kontrolle über die Überreste der imperialen Flotte übernimmt und eine Gegenoffensive startet, um die neue Republik zu Fall zu bringen. Auch in der Animationsserie Star Wars Rebels war Thrawn dabei, gesprochen von Lars Mikkelsen. Bekannt ist der Schauspieler auch aus House of Cards und Sherlock. Die Live-Action-Serie Star Wars, Ahsoka, ein Spin-off zu The Mandalorian, soll im Sommer starten. Darin kehrt Fanliebling Ahsoka Tano, Rosario Dawson, 43, zurück. Der einstige Padawan von Anakin Skywalker wird sich in der Miniserie voraussichtlich auf die Suche nach Großadmiral Thrawn sowie ihrem verschwundenen Freund Ezra Bridger machen. Neben Dawson sind für Star Wars, Ahsoka bereits Natasha Liu-Bordezo, 28, als Sabine Wren und Hayden Christensen, 41, als Anakin Skywalker bestätigt. Da Darth Vader Anakin zur Zeit von Star Wars, Ahsoka bereits nicht mehr unter den Lebenden weilt, wird Darsteller Christensen vermutlich in Rückblenden zu sehen sein.